Hi, ich bin Timo und in diesem Video stelle ich den Wettkampfstartblock von Sporttimo vor. Es ist ein professioneller Wettkampfstartblock, der den höchsten Anforderungen des Wettkampfs entspricht. Aus Aluminium gefertigt und extrem robust. Er hat eine IAAF-Zertifizierung und ist sowohl auf Tartan als auch auf Asche durch die stabilen, robusten Erdanker einsetzbar. Für den speziellen Einsatz auf der Tartanbahn haben wir eine kurze Bedornung unterm Startblock, wodurch er extrem stabil und robust ist. Die Startklötze sind wie gewohnt individuell verschiebbar in der Länge und in der Höhe über 4 verschiedene Verstellstufen. Ich erkläre dir jetzt mal, wie man einen Startblock einstellt. Dafür musst du wissen, was ist dein dominantes Bein. Wenn du nicht weißt, was dein Sprungbein ist, dann stell dich einfach hin, lass dich nach vorne fallen. Das Bein, mit dem du dich zuerst abfängst, das ist dein dominantes Bein. Dieses Bein hat die vordere Position in der Startposition. Nehmen wir mal an, das hier wäre die Startlinie. Dann bringst du den Startblock in einer guten Distanz dazu an die Startlinie an. Zweimal ordentlich rauftreten, mit Gewicht beladen und dann ist der Startblock auch sehr stabil im Boden. Wenn du gar keine Ahnung hast und noch nie gestartet bist, dann würde ich dir empfehlen, mit 2 Füßen vorne, 3 Füße hinten anzufangen, von der Linie ausgemessen. Ein Fuß, zweiten Fuß. In der Längsverstellung von dem Startblock kannst du jetzt den Klotz näher zu dir ranholen und so, dass ungefähr der Fuß auf halber Höhe am Startblock positioniert ist. Du kannst die Höhe des Klotzes verstellen über den Anstellwinkel und für den vorderen Fuß solltest du eher die unterste oder die zweite Position wählen. Für das hintere Bein nehmen wir 3 Füße. Auch hier verschieben wir den Klotz, dass der Fuß auf halber Höhe ist. Und ich habe jetzt gewählt im ersten Klotz die zweite Position, also muss ich im hinteren mindestens einen höheren Anstellwinkel einnehmen, also die dritte Position. Mit diesem Startblock haben wir ein absolutes Wettkampfmodell, was wirklich für den Wettkampfeinsatz geeignet ist, für ambitionierte Leichtathleten vom Jugend- bis Profibereich. Im Link findest du noch mehr Informationen zum Produkt. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dann viel Spaß beim Training.